Willkommen zum Vitamin Berge Podcast. Heute Episode 6 und meine erste Solo-Folge. Deswegen habe ich mich hier auch an den hohen Stoffel verzogen. Ganz einfach, hier bin ich alleine. Wenn irgendwas schief geht, ist es nicht ganz so wild. Uns gucken nicht 1000 Leute zu. Heute in der 6. Folge, das ist eigentlich, oder 6. Episode, ist eigentlich die Show für, die große Show für die Outdoor-Narzissten. Nämlich mit dem Thema das perfekte Outdoor-Selfie. Wenn du das jetzt hörst, empfehle ich dir trotzdem, dass du danach nochmal das Video anschaust, weil ich habe hier ein bisschen Equipment mitgebracht und werde ein, zwei Sachen zeigen. Und wenn ich nicht von Bienen oder sowas zerstochen werde, dann wird das auch durchlaufen. Viel Spaß! Irgendwann diese Woche war im Facebook und ich fand diese Diskussion ganz cool, wo sich irgendjemand aufgeregt hat, wie narzisstisch es doch ist, Bilder von sich selber beim Laufen, beim Yoga, beim Wandern oder was auch immer zu machen und dann online zu stellen und dass es ja eigentlich nur zur Selbstbefriedigung dient. Genauso ist es, es macht trotzdem tierisch Spaß, aber es gibt einfach Dinge, die cool sind bei einem Selfie oder coole Selfies und es gibt weniger coole Selfies. Wenn du zum Beispiel Fan von Deppenzepter bist, also Deppenzepter, das ist so ein Selfie-Stick, habe ich sogar eins. Ich weiß nicht, was die Leute daran so toll finden, wenn man dann quasi mit einem verlängerten Ast oder Arm da hin und her, auf jeden Fall so wirklich toll ist das eigentlich, naja, also es ist nicht so das Wahre. Wenn du jetzt wie ich einen etwas längeren Arm hast, hast du natürlich den Vorteil, wenn du ein Weitwinkelobjektiv hast, also zum Beispiel an deiner Spiegelreflexkamera, ein 24 mm oder drunter, beziehungsweise du hast eine GoPro oder vergleichbar mit einem Weitwinkelobjektiv, hast du es natürlich einfach, weil langer Arm rausgestreckt, fokussieren und klack. Und schon hast du ein Selfie von dir. Das ist natürlich gerade bei Läufen sehr gut, um mal schnell von sich selber ein Bild zu machen. Du hast in den Shownotes drei Bilder, vergleichende Bilder. Einmal mit der GoPro, einmal mit meinem Weitwinkelobjektiv und einmal mit der Lumix. Und da sieht man schon, dass es sich lohnt, mit einem Weitwinkel das Ganze zu machen, weil du siehst einfach mehr davon. Du siehst nicht nur dich, also du hast nicht nur dein Gesicht drauf, sondern auch links und rechts, was irgendwo, wo du bist. Genau. So, wenn du jetzt aber quasi die Umgebung auch noch mehr drauf haben willst, also du willst nicht nur dich und einen Ausschnitt von der Landschaft, dann wird es ein wenig komplizierter. Sprich, du willst dich zum Beispiel irgendwo beim Laufen fotografieren, du willst dich auf einem Stein weiter weg fotografieren, wo du irgendwelche Übungen zum Beispiel machst. Und da gibt es dann einfach verschiedene Möglichkeiten, wie du das angehen kannst. Einmal gibt es die Möglichkeit mit dem Selbstauslöser. Dann gibt es die Reihenaufnahme und den Remote-Auslöser. Ich gehe die ganze Sache mal durch. Selbstauslöser ist eigentlich nichts anderes, als dass man bei der Kamera, zum Beispiel bei der GoPro oder aber auch einfach, was man eigentlich fast immer mit hat, das Handy, das Smartphone nimmt, irgendwo postiert. Machen wir mal, wenn wir es meinetwegen jetzt mal hier herstellen würden zum Beispiel. Empfehlen tue ich da auf jeden Fall irgendwie nicht das so hinzustellen, sondern vielleicht doch noch einen Gorillapod oder ein kleines Stativ mitzunehmen. Und dann den Intervall einzustellen, vorher natürlich zu gucken, dass irgendwo das Motiv, also du dann später auch drauf bist und weißt, wo du sein musst, dass du auch auf dem Bild bist. Problem hierbei natürlich ist, oder die Herausforderung, du hast wenig Zeit. Du kommst nicht weit weg von der Kamera und im Endeffekt ist es eine elendige Plackerei. Das heißt,
du musst jetzt hier erstmal gucken, wo ist die App, dann stellst du das ein, dann rennt, also löst du aus, dann musst du schnell dahin gehen, wo du hin willst, und du kommst natürlich nicht weit weg. Es ist natürlich gut, also das ist der klare Vorteil. Es ist günstig, weil es einfach fast in jeder Kamera bzw. in jedem Smartphone verbaut ist. Der Nachteil ist aber halt einfach der Stress durch die kurzen Intervalle und natürlich, dass du nicht wirklich ordentliche Bilder bzw. Laufbewegungen hinbekommst, weil du kommst gar nicht so weit weg. Und deswegen empfehle ich das Smartphone bzw. die kleine Kamera, also den Selbstauslöser, nur wenn du gerade nichts anderes dabei hast. Es gibt da verschiedene Apps. Ich habe jetzt hier ein iPhone. Da gibt es zum Beispiel die ganz normale Kamera-App von Apple. Und die hat ein Intervall von 3 Sekunden und 10 Sekunden. Ist sehr knapp. Und deswegen habe ich mal noch zwei andere Empfehlungen. Nämlich einmal TimerCamp. Also Timer Cam. Da kannst du dann zwischen 5, 10, 15 und 30 Sekunden auswählen. Die benutze ich sehr oft. Oder aber die andere App ist die Auto Cam. Da hast du dann 5, 10, 15 und 20 Sekunden Möglichkeit, Intervalle einzustellen. Und hast sogar noch die Möglichkeit, Filter draufzulegen. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, das mit den Filtern zu lassen und erst danach zu bearbeiten. Die zweite Möglichkeit ist schon wesentlich besser. Kameras, also die ganzen Action-Cams, also sei es jetzt hier die GoPro oder die Garmin Wirp, weiß ich nicht, wie man das ausspricht genau, hat die Möglichkeit, dass du Reihenaufnahmen machen kannst. Das heißt, du stellst ein, also wie viele Sekunden Bilder gemacht werden. Und dann drückst du auf den Auslöser und dann macht er so lange Bilder, zum Beispiel alle einer Sekunde, alle drei Sekunden, bis du es quasi wieder beendest. Der Vorteil daran ist, du hast die Möglichkeit, weiter vom Motiv, also von deiner Kamera wegzugehen. Du kannst dich auf deine Schritte, auf deinen Laufstil, auf das, was du eigentlich zeigen willst, oder Yoga, konzentrieren. Und du hast natürlich danach eine Menge Bilder zur Auswahl, um jetzt zum Beispiel das Perfekte, wenn du jetzt einmal doch nicht so gut aussiehst, weil du den Bauch nicht eingezogen hast, wie ich jetzt wahrscheinlich gerade, oder dein Fuß ist komisch oder was auch immer. Du hast einfach die Möglichkeit, dann meinetwegen zwischen 60 oder 30 Bildern auszuwählen, welches es denn dann sein soll. Das ist allerdings dann auch wieder der Nachteil. Du hast einfach eine Bilderflut. Und das kann natürlich sein, dass dann deine Speicherkarte relativ schnell voll ist, beziehungsweise deine Festplatte auf dem Laptop. Und deswegen sollst du danach auf jeden Fall deine Bilder sichten und natürlich schnell auch gucken, dass du die wieder gelöscht bekommst. Mein Tipp ist da, alle runterladen und dann gibt es ja die Vorschau, die Bildvorschau, die ihn ganz groß machen und dann erstmal alle Bilder rauslöschen, wo du quasi nicht drauf bist oder wo nur ein Fuß drauf ist, also quasi, was du eh nicht weiterverwenden wirst. Dann hast du vielleicht von den 60 Bildern nur noch 20 und aus denen guckst du dann, was wirklich dein Bild der Wahl ist. So, jetzt kommen wir zur dritten Variante und das ist definitiv mein Favorit. Es ist nicht so ein Stress beim Aufbau, also beim Aufbau vielleicht schon, das ist eher Geduld gefragt wahrscheinlich, aber es ist nicht so ein Stress mit dem Bildermachen an sich. Kostet allerdings beim Aufbau etwas mehr Zeit, das Equipment musst du haben. Deswegen, das ist wirklich nur dafür gedacht, wenn du jetzt wirklich für Aufnahmen ins Gelände gehst, du bist aber alleine unterwegs, dass du dann trotzdem Fotos mit nicht nur Landschaft, sondern halt auch mit einer Person drauf hast. Die dritte Variante ist der Remote-Auslöser. Entweder du hast ein Action-Cam, also bei der GoPro ist es zum Beispiel über die App möglich, dass du dich verbindest via, ich glaube, WLAN ist das oder Bluetooth? Nein, WLAN, glaube ich. Und dann siehst du das Bild und kannst quasi abdrücken. Ich favorisiere natürlich, weil ich halt
Fotograf bin und entsprechend gerne auch mit meiner großen Kamera, also der Spiegelreflex, unterwegs bin, wenn ich die dabei habe, habe ich immer einen Remote-Auslöser dabei. Heißt, ich habe hier so ein kleines Teil. Wer gerade das Video guckt, der sieht das. Ich lege das mal hier auf mein Knie. Und ich habe eine Fernbedienung. Den Auslöser, der kommt dann einfach auf den Blitzschuh von der Kamera. Ich habe hier das Opilas Wireless Remote Control. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro gekostet. Funktioniert aber seit Jahren wie die 1. Wird dann mit der Kamera verbunden. Ich stelle das Ganze dann noch auf ein Objektiv, auf ein Stativ. Ich habe dann hier so ein Reisestativ, so ein Dreibeinstativ, was fast nichts wiegt. Es ist schnell auseinandergebaut oder zusammengebaut, hat verschiedene Größen, das sieht man hier jetzt ganz gut. Und da befestige ich dann die Spiegelreflexkamera drauf, also stecke ich so zusammen. Fokussiere, also blicke durch und dann, also stelle natürlich auf manuell. Es gibt auch noch ein anderes Video, wo man das mal komplett von Anfang bis Ende dann sieht. Das ist auch in den Shownotes verlinkt. Stelle das quasi hin und dann renne ich und drücke quasi hier auf meinen Auslöser, wenn ich das Bild machen will. Vorteil dabei natürlich ist, ich kann selber entscheiden, wann ich welches Bild mache, sprich wenn ich springen will, kann ich quasi, wenn ich von hier oben springen würde, zack, und schon habe ich das Bild gemacht, ohne dass ich jetzt 50 oder 60 Bilder auswählen müsste und hoffe, dass genau diese Bewegung dann drauf ist. Genau. Vorteil ist, einfach auch noch, du hast mehr Möglichkeiten der Bildgestaltung, weil du musst nicht unbedingt jetzt nur 2 Meter oder 1 Meter maximal von der Kamera entfernt sein, sondern du kannst dich auch sehr weit entfernen. Ich habe ein Beispielbild in die Shownotes an dieser Stelle veröffentlicht und da kannst du sehen, da war ich ungefähr 200 oder 300 Meter weit weg und habe mit dem Zoom-Objektiv bei 200 mm fotografiert. Auch das geht natürlich mit einem Remote-Auslöser nur und eigentlich mit keiner der anderen Varianten, ne? Weil man wahrscheinlich in der reinen Aufnahme so viele Bilder hintereinander machen würde, dass die Speicherkarte irgendwann voll ist. Gut. Nachteil von dieser Variante, also von meinem Favorit, ist natürlich, du brauchst mehr Zeit bei der Vorbereitung, also beim Aufbau. Und natürlich, es ist ein extra Equipment nötig. Einerseits natürlich eine Kostenfrage. Nicht jeder hat eine DSLR, also eine Spiegelreflexkamera. Wenn du die doch hast und dich dafür entscheidest, brauchst du natürlich dann noch den Remote-Auslöser. Und meine Empfehlung dann halt noch das Stativ. Und da kannst du natürlich nicht das große Videostativ mitnehmen, sondern sollst du ein kleines, leichtes mitnehmen. Und das ist der nächste Punkt, du musst es natürlich auch mitnehmen. Das heißt, es ist sehr schwer, es braucht Platz im Rucksack. Ich habe den 12-Liter-Rucksack und da passt das Stativ rein, das kleine. Der Remote-Auslöser, klar, das ist nicht viel und die Kamera. Also das passt schon sehr gut, aber ansonsten passt da natürlich nichts mehr rein. Von daher ist es nichts, um jetzt wirklich ganze Etappen oder Tagestouren zu machen. Da sollte man dann gucken, entweder großer Rucksack und aufs Laufen verzichten, doch eher wandern oder hicken und oder halt die kleine Kamera nur mitnehmen und sich dann quasi mit den Bildern begnügen, dass man halt nicht das perfekte oder das exquisite Selfie machen kann. Was solltest du beachten? Wenn du die Kamera ausrichtest, egal jetzt bei welcher Variante, ob Selbstauslöser, Reihenaufnahme oder Remote-Auslöser, sollst du auf jeden Fall immer gucken, dass du es scharf gestellt bekommst, dass du extreme Kontraste vermeidest, also hell-dunkel. Sprich, wenn du jetzt großes, also helles Sonnenlicht hast und du bist im Wald,
da musst du einfach gucken, dass du nicht quasi im Schatten bist und dann vielleicht die Lichtung nur abgebildet ist oder erkennbar ist und du nicht. Deswegen pass auf, dass wo du rennst, beziehungsweise wo du dich hinstellst, wo du lang gehst, wo du sitzt, dass du möglichst im Licht bist oder der hellste Punkt. Du musst nicht der hellste sein, aber du bist der hellste Punkt. Und dann hast du natürlich die Chance einerseits, dass du scharf bist, also scharf gestellt bist von der Kamera und natürlich, dass man dann auch was erkennt. Ebenso sollst du es nicht machen, dass du gegen das Licht fotografierst, weil das schaffen die wenigsten Kamera und wenn es natürlich, wenn du nicht selber hinter der Kamera bist, ist es für die Kamera dann auch schwierig zu wissen, was willst du jetzt eigentlich fotografieren, beziehungsweise was soll scharf sein. Also deswegen immer mit dem Licht, aber nicht gegen das Licht. Ebenso sollst du gucken bei der Fokussierung, also gerade bei der Variante mit dem Remote-Auslöser, also mit dem Fernauslöser quasi, wenn du die Kamera hinstellst, durchguckst, dass du dir einen Punkt suchst, wo du langrennst, wo du dich fotografieren möchtest und dort stellst du scharf. Das kann zum Beispiel ein Ast sein, ein Stein sein, ein Grasbüschel. Einfach, dass du weißt, wenn du dann rennst oder gehst, dort ist scharf. Wenn es nichts gibt, leg dir was hin, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Fernsehleute machen es vor. Wenn man mal so Shows sieht oder sowas, sieht man, dass die Moderatoren, beziehungsweise wenn die auf die Bühne kommen, haben die vorne einen Strich oder ein Kreuz und da müssen die stehen oder bis maximal dort dürfen sie sein. Das ist der Erfassungsbereich bzw. die Scharfstellung von der Kamera. Von daher, guckt das ab, macht das genauso. Ich würde zum Beispiel hier immer einen Stein nehmen, die sind am besten zu fokussieren und dann kann es losgehen. Bevor du dann wirklich rennst, empfehle ich immer noch ein Probebild zu machen. Ich stelle auch immer auf manuellen Modus, dann kann es mir nämlich nicht aus Versehen wieder verstellt werden durch irgendwelche Automatiken. Ebenso stelle ich auf, also manuelle Scharfstellung, dann aber auch auf manuelle Belichtung und Blende. Und dann probiere ich das einmal aus, gucke, passt es nicht. Wenn du Pech hast, hast du wechselndes Wetter, sprich einmal ist Wolke, einmal ist Sonne. Da muss man natürlich dann gucken, dass man nicht einstellt die Belichtung, wenn es gerade dunkel ist und dann rennt, wenn es hell ist. Deswegen immer mal ein Probebild und dann gucken, dass die Wetterverhältnisse ungefähr ähnlich bzw. gleich sind. Das war es eigentlich schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir so ein bisschen was gegeben, beziehungsweise du konntest was mitnehmen. Es gibt in den Shownotes noch ein zweites Video, wo ich den kompletten Aufbau meiner Apparatur mal gezeigt habe. Also quasi vom Aufbau, Einrichtung, Schießen des Fotos und dann natürlich auch, wie das Foto danach aussieht. Deswegen, wenn du alles aufgebaut, geguckt und probiert hast, wenn du ein tolles Bild hast, schick mir das doch einfach mal zu. Gerne veröffentlicht es auch. Und ansonsten, wenn du noch Fragen hast, dann einfach in die Kommentare reinschreiben, in die Shownotes, also unter die Shownotes. Genau. Und ganz am Ende eigentlich noch der Tipp schlechthin, quasi der Pro-Tipp. Wenn du irgendwo dein Handy hintust, zum Beispiel auf einen Ast, auf die Straße und so weiter, oder du hast die Spiegelreflex auf dein Stativ aufgebaut, guck, dass du, wenn du gehst, alles dabei hast. Nichts ist ärgerliches, als danach am Auto eventuell festzustellen, oh, irgendwo steht das Stativ noch, steht noch die Kamera, liegt der Selbstauslöser oder vielleicht sogar der Autoschlüssel. Deswegen guck, ob du alles dabei hast. Es spart nervige Suchaktionen, weite Wege und vor allen Dingen viel, viel Nerven. Ich danke dir, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn dir das alles gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Like bei Facebook, bei Instagram, Twitter,
Abonniere meinen YouTube-Channel, schreibe eine Rezension bei iTunes. Das alles hilft mir, den Vitamin-Bäre-Podcast noch besser zu machen. Und natürlich auch, wie kommt es bei euch an? Was fehlt eventuell? Was sollte ich anders machen, besser machen? Oder vielleicht auch schlechter? Und ja, ich freue mich einfach auf das Feedback. Wenn du nicht so in der Öffentlichkeit sein willst, kannst du mir auch gerne eine Mail schicken an robert@vitaminberge.de. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem perfekten Outdoor-Selfie. Ciao, ciao.